Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP und zwar ja, mit einer ganzen Reihe von Ankündigungen. Ich fange mal zuerst mal mit dem wichtigsten von allem an. Von Donnerstag bis einschließlich Samstag wird es keine Videos geben auf diesem Kanal. Ich weile nämlich von Donnerstag bis einschließlich Samstag in Hamburg. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich das Community-Interview mit Poki angekündigt habe bei der Delic Entertainment. Und ja, das Ganze wird jetzt am Freitag stattfinden. Dementsprechend fahre ich am Donnerstag hin und am Samstag wieder zurück, weil wegen Anfahrt und ihr wisst schon und ja. Dementsprechend kommen dann halt auch erstmal 3 Tage lang keine Videos von mir. Ja. Das ist erstmal das Wichtigste zuerst. Wann es dann mit dem Community-Interview, wann ich das dann hochlade, das kann ich allerdings noch nicht sagen. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie umfangreich wird das Ganze. Wie lange dauert es, das Ganze anzupassen und wie lange dauert es außerdem, dem Ganzen noch englische Untertitel zu verpassen, was wahrscheinlich bei dem Videomaterial, was wir dann haben, auch eine Weile dauern wird. Dementsprechend rechnet mal nicht damit, dass es vor April was wird mit dem Community-Interview, also dass es dann tatsächlich hochgeladen wird. Nur, dass ihr aber da schon mal Bescheid wisst. Wenn ich das Interview habe und in etwa weiß, wie viel das Ganze wird, kann ich ja nochmal eine Ankündigung machen. Ja, ich denke, das werde ich auch, dass ihr da in etwa Bescheid wisst, wann ihr damit rechnen könnt. Ja, Leute. Also wie gesagt, von Donnerstag bis Samstag keine Videos. Es war aber noch nicht alles, was ich ankündigen wollte. Und zwar, ich habe jetzt soweit eine Vorstellung davon, wann ich mit dem Projekt, was ich letzte Woche angekündigt habe, nämlich mit Super Mario 64 Star Revenge Redone-Version, wann ich damit anfange. Ja. Und zwar werde ich damit bereits nächste Woche anfangen können. Ich habe da jetzt diese Woche schon mal ein paar Parts aufgenommen. Also was heißt diese Woche? Jetzt am Wochenende und heute ein bisschen. Und Face Noir ist ja auch fertig aufgenommen. Da wird jetzt nächste Woche das Finale kommen. Und sobald ich dieses Finale von Face Noir hochgeladen habe, was schon, denke ich, Anfang nächster Woche soweit sein wird, dann wird auch Super Mario 64 Star Revenge beginnen. So Leute, Star Revenge wird ein Projekt sein, was ich noch ohne Chainsaw Man 16 aufnehmen werde. Das habe ich jetzt mal so beabsichtigt, einfach aus Zeitgründen. Bei der Super Mario 64 Extreme Edition, die ich ja letzte Woche auch angekündigt habe, würde ich es aber vielleicht ganz gerne so machen, dass ich ihn wieder mit dabei habe. Das ist jetzt aber noch nicht abgesprochen, da ist noch gar nichts in trockenen Tüchern, sage ich mal. Da wissen wir auch noch gar nicht, wie wir das machen, wann wir das machen und so weiter. Und dementsprechend will ich da noch nicht zu viel versprechen. Ich will aber mit diesem Projekt zumindest mal noch so lange warten, wie ich da Klarheit habe. Also Super Mario 64 Extreme Edition rechnet da mal noch nicht allzu bald damit. Ob das jetzt noch im April was wird, weiß ich nicht. Aber aller spätestens, sag ich mal, im Mai wird es dann auch mit der Extreme Edition losgehen. Ja, und dann hoffentlich mit Chainsaw Man 16, aber wie gesagt, das werde ich noch absprechen. Dann habe ich noch eine weitere Ankündigung. Und zwar, ich habe jetzt auch in etwa eine Vorstellung davon, wie lange Donald Duck Quack Attack noch dauern wird. Es wird also nicht mehr allzu lange dauern, bis ich damit durch bin. Es werden also wahrscheinlich unter 20 Parts werden. Oder um die 20 Parts etwa. Dann ist dieses Projekt auch schon wieder fertig. Und da habe ich was ganz Feines für euch. Etwas, woran ich mich noch nie rangetraut habe. Da habe ich mir gedacht, bis die Extreme Edition anfangen kann und damit ich auch noch ein weiteres Projekt neben Star Revenge habe, habe ich einen richtig schönen Titel für euch. Nämlich Sniper 2 Ghost Warrior. Oder auch Sniper Ghost Warrior 2. Oder auch dieses komische Spiel von CI Games mit dem Snipern. Ja, mit dem Snipergewehr quasi. Wir schlüpfen so ein bisschen in Scharfschützen Form und knallen Typis ab und sowas habe ich noch nie im Leben Let's Played. Das ist jetzt völliges Neuland für mich. Das Ganze habe ich nämlich freundlicherweise von der Delic Entertainment wieder zugeschickt bekommen, dieses Spiel. In der PC-Version auch. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, das werde ich auch mal Let's Playen. Ja. Das wird dann also, sobald ich dann Quack Attack hochgeladen habe, was irgendwann im Laufe des Aprils soweit sein wird, werde ich das dann beginnen. So, Leute. Und wenn ich jetzt schon wieder sage April, dann vielleicht noch eine Ankündigung. Ich musste es ein paar Mal sagen, ich werde es auch wahrscheinlich in Zukunft immer mal wieder sagen müssen. Aber gut. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 wird auch irgendwann Ende April starten, okay?
Irgendwann im April wird es soweit sein und Dragon Ball kommt. Es wäre ganz nett, wenn ihr nicht immer fragen würdet, weil es steht wirklich auch in meiner Kanalbeschreibung drin. Die Kanalbeschreibung, die gibt's nicht umsonst und wenn ihr Fragen habt, was denn so in nächster Zeit ansteht, dann empfehle ich euch einfach, schaut wirklich mal in die Kanalbeschreibung rein. Da steht eigentlich alles drin, was in nächster Zeit geplant ist. Da findet ihr jetzt also Star Revenge drin, die Extreme Edition von Super Mario 74 wird da drin sein. Sniper Ghost Warrior 2 ist bei den geplanten Projekten dabei und Dragon Ball findet ihr dort auch. Also, wenn ihr Fragen habt, was denn für neue Projekte demnächst kommen, schaut einfach da rein. Wirklich, dazu ist die Kanalbeschreibung auf meinem Kanal da. Ich weiß, bei dem Kanaldesign ist es nicht ganz so übersichtlich, weil man immer erst auf den Pfeil mit mehr klicken muss und dann kommt dann erst der ganze Text. Aber es wäre ganz schön. Das Design gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich werde jetzt auch so bald, denke ich, das neue Design noch nicht benutzen. Da weiß ich noch nicht genau, wann ich das machen werde. Das wird auch irgendwann kommen, aber im Moment habe ich es mal noch nicht vor. Also solange es dieses alte Design noch gibt, würde ich euch vielleicht bitten, schaut ab und zu mal da rein in die Kanalbeschreibung. Da steht wirklich alles drin, was ihr soweit wissen müsst über geplante Projekte. Und dann gibt es auch vielleicht nicht mehr allzu viele Fragen unter anderen Videos, wo es vielleicht gar nicht hingehört. Also das wäre mir ganz wichtig. Ja, gut. Nochmal eine kleine Zusammenfassung für euch. Für alle, für die das jetzt zu viele Informationen waren. Also, von Donnerstag bis Samstag keine Videos. Da ich das Community-Interview mit Poki aufnehme. Dieses Community-Interview wird dann im April hochgeladen werden. So. Des Weiteren folgt nächste Woche Super Mario 64 Star Revenge. Es kommt das Finale von Face Noir. Donald Duck Quack Attack geht ganz normal weiter. Und sobald Donald Duck Quack Attack fertig ist, im April, kommt auch Sniper Ghost Warrior 2. Worauf ich mich schon sehr freue, weil ich so ein Spiel noch nie Let's Played habe. Und ich bin totaler Noob in solchen Spielen. Das muss ich noch dazu sagen. Also erwartet da nicht zu viel von mir. Ich bin da echt ein totaler Neuling. Ja. Und wie gesagt, Dragon Ball auch noch im April. Also da erwartet euch eine ganze Menge. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP. Und wenn ihr noch Fragen habt, ja, stellt sie einfach hier. So unter dem Video, so mit Kommentar und allem drum und dran. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mich auch abonnieren und, ja, folgt meinem Twitter-Kanal und kauft lustige Merchandising-Artikel von Weehawk LP auf Amazon und, liked mich auf Facebook und, was weiß ich was alles. Und, nein. Gottes Willen, tut das bloß nicht. Also bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.